zu Wort gemeldet ist der Abgeordnete Prinz. Bitte sehr. Nikolaus Prinz ist seit 20 Jahren Bürgermeister von St. Nikola an der Donau, an der niederösterreichisch-oberösterreichischen Grenze. Ich habe vielleicht nicht ganz vergessen bei der ganzen Sache, die Herrn schon ganz vor Beginn der Sitzung uns begleitet. Das eine sind Aussagen unter Wahrheitspflicht im Untersuchungsausschuss. Das andere sind offensichtlich Aussagen unter gewissen, vielleicht weinseligen oder bierseligen Stimmung. Und dazu noch der geheim aufgenommen. Und dann ist schon für mich die Frage, wen glaubt man wer mehr und wem nicht? Und Herr Kollege Schnädl, jetzt selbst bemüht ihr wieder mit einer schreien, möglichst laut, das ist legitim. Wenn man sich in der Geschäftsordnungsdebatte deine Wortwahl und Tonlage anhört, dann erinnert es sehr, sehr an Dinge, die vor 80 und 90 Jahren leider unsere Region und unser Land geprägt haben. Und das ist durchaus bedauerlich und vor dem sollte man wirklich ein bisschen wieder wegkommen und zur Vernunft, damit wir sozusagen im Boing flach halten. Wir diskutieren das Kapitel Frauen und Familie, darf ein paar Sätze in Richtung Familien sagen. Ich glaube, dass man ganz nüchtern festhalten darf, wo es um die Geldleistungen und Unterstützungen seitens des Staates für die Familien geht, da steht Österreich wirklich europaweit vorne da und da geschieht sehr viel. Wo wir, glaube ich, als Gesellschaft nachdenken müssen, dass wir manche Dinge, wo eigentlich Familien nicht alles leisten können, aber auch nicht abschirmen können. Und eine Verantwortung in der Familie ist, wenn man an Schule, Kindergärten und so weiter denkt, Erziehungsarbeit oder Erziehungsleistung ist grundsätzlich schon einmal vorwiegend in den Familien zu bringen. Aber wenn das Familienbild bunter geworden ist, vielschichtiger, trotzdem gibt es Bereiche, wo da Verantwortung ist und man kann nicht alles in andere Bereiche anschirmen. Und es sei mir schon erlaubt, da festzuhalten, es ist letztlich die Familie oder die Erziehungsberechtigten sind verantwortlich, sozusagen, welche Schuljahren gibt es mit. Und manchmal habe ich den Eindruck, dass für einige und gar nicht so wenige in diesem Haus eigentlich für alles der Staat verantwortlich ist. Ich glaube, wir müssen es dort lassen, wo es ist. Und der Staat begleitet, unterstützt, hilft und da geschieht in Österreich in Wirklichkeit sehr viel. Und erlauben Sie mir auch noch ein paar Sätze in Richtung Schülertransport, Gelegenheitsverkehr. Das ist heute schon ein paar Mal angesprochen worden von Vorrednern. Es ist gut, dass wir in dem Bereich im Finanzausgleich jetzt festgehalten haben, den wir im Dezember beschlossen werden, Ministerrat beschlossen, demnächst Finanzausschuss im Finanzausgleich zusätzlich 15 Millionen Euro für den Schülertransport im Gelegenheitsverkehr, weil da geht es vor allem um den ländlichen Bereich. Und wir haben dort einen Aufholbedarf und es laufen derzeit im Finale die Gespräche zwischen Wirtschaftskammer und auch Ministerium, wie das mit den Kriterien genau geregelt wird. Insgesamt ein wertvolles Geld für die Unterstützung für die Familien und die Gemeinden im ländlichen Raum, dass wir da gute Lösungen zusammenbringen. In diesem Sinne, Herr Staatssekretär, auch bitte an die Familienministerin weitergeben. Danke für die Bemühungen und dass das im Finanzausgleich auch sichergestellt wurde.